Hi people! Hallo Leute! Let's go live! Lasst uns live gehen! Okay, we're waiting another minute for people to come in. Bianca is always here. Okay, wir warten noch eine Minute, bis mehr Leute reinkommen. Bianca is always here. Bianca ist immer da. Wow! Wow! 20 seconds, 220 people. 20 Sekunden und schon 120 Leute. People are hungry, huh? Die Menschen sind hungrig, oder? This is crazy. Das ist verrückt. 300 people. 300 Leute. Wow. Wow. Just another minute, people, and then we go. Nur noch eine Minute und dann fangen wir an. God is good, 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 good. Gott ist gut, 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 gut. Do you know, when I started to this series, wisst ihr, als ich mit dieser Serie anfing, I didn't realize how important it is. War mir gar nicht bewusst, wie wichtig das ist. But the more I study it and teach it, aber je mehr ich darüber studiere und lehre, the more I realized how necessary this was. Desto mehr erkenne ich, wie wichtig es ist. And the messages I receive is amazing. Und die Nachrichten, die ich bekomme, sind fantastisch. It's like people send me WhatsApp and emails. It's shocking. Die Leute schicken mir WhatsApp und E-Mails. Es ist schockierend. Today I received a message from Austria. Heute bekam ich eine Nachricht aus Österreich. A guy said, I'm going to translate all of this into German and spread it all over the German-speaking world. Ein Mann sagte, ich werde all dies auf Deutsch übersetzen und verbreite es in der deutschsprachigen Welt. And a lady from Poland said to me, can I translate it into Polish? Und eine Dame aus Polen fragte mich, kann ich es auf Polnisch übersetzen? I said, go ahead, spread it everywhere. Ich sagte, ja klar, mach nur. Do you know what kind of touched me? Wisst ihr, was mich bewegt hat? That people are desperate to find out how to pray. Dass die Leute unbedingt wissen wollen, wie man betet. And people have discovered how wrong they pray. Und die Leute haben entdeckt, wie falsch sie beten. I'm gonna turn off the commenters here. Ich werde die Kommentare ausschalten. Let me adjust this phone a little bit. Let me make it a little lower. Und ich stelle den Bildschirm ein bisschen tiefer. Don't worry, we're not running away. Everything is fine. Keine Sorge, wir laufen nicht weg. Alles ist gut. I want Daniel to be in the picture nicely. Ich möchte einfach, dass Daniel gut im Bild ist. Because you need to see this handsome young man. Denn ihr müsst ihr diesen jungen Mann gut sehen. Er ist noch Single. And a great man of God. Und ein großer Mann Gottes. Okay, there we go. Okay, fangen wir an. 600 people is enough to start. 600 Leute ist genug, um anzufangen. All right, so we talked about the new covenant prayer is very different from the old covenant. Also wir sprachen darüber, dass sich Gebet im alten Bund sehr vom Gebet im neuen Bund unterscheidet. We talked about this constant trying to convince God to fix a problem is wrong. Wir sprachen darüber, dass unsere permanenten Versuche, Gott zu überzeugen, unsere Probleme zu lösen, falsch ist. And here is the thing. Und hier ist die Sache. Everybody's waiting. Well, then tell me how to pray. Alle warten darauf. Na, sag mir endlich, wie ich beten soll. Calm. Entspannt euch. We still have to talk about fasting. Wir müssen auch noch über Fasten reden. We still have to talk about spiritual warfare. Und auch noch über die geistliche Kampfführung im neuen Bund. We have to talk about intercession. Wir müssen noch über Fürbitte reden. And then we have to talk about personal prayer. Und dann müssen wir noch über persönliches Gebet reden. So we are going to cover all of this. Just chill. Wir werden über alles reden. Seid einfach geduldig. But you cannot build the new before you've torn down the old. Aber ihr könnt nicht das Neue aufbauen, bevor ihr das Alte nicht eingerissen habt. One statement that I made that is confirmed in so many hearts. Eine Aussage, die ich gemacht habe, wurde in so vielen Herzen bestätigt. That if you live in this kind of prayer life, always try to convince God to give you things or fix your problem. Dass du, wenn du in diesem Gebetsleben lebst und immer versuchst, Gott davon zu überzeugen, dir Dinge zu geben oder deine Probleme zu lösen, messes with your heart. Dann bringt das dein Herz durcheinander. And then listen to this. Und dann geschieht Folgendes. Angry with God. Du wirst wütend auf Gott. And it actually messes intimacy. Und es zerstört sogar Intimität. And you've been created for intimacy. Und du wurdest geschaffen für Intimität. So that's why we must stop praying like that. Deswegen müssen wir aufhören, so zu beten. Remember, just remember this, please. Bitte erinnert euch daran. Prayer is aligning my heart with my lover, which is called Jesus. Das Gebet bedeutet, mein Herz in Übereinstimmung mit meinem Geliebten zu bringen, der Jesus heißt. It's not trying to use him to do what I want him to do. Es ist kein Versuch, ihn zu benutzen, um für uns Dinge zu tun. It's not manipulation. Es ist keine Manipulation. Do you know, I was shocked how many wives, women, pastoras said to me. Wisst ihr, ich war schockiert, wie viele Frauen, Ehefrauen, Pastorinnen zu mir sagten. I even heard at a
conference I heard this say. Auf einer Konferenz hörte ich sogar Folgendes. Where a pastor preached. Als eine Pastorin predigte. And she said, we wives, we need to be submissive to our husbands. Und sie sagte, wir Frauen, wir müssen uns unseren Ehemännern unterordnen. And then she said this. Und dann sagte sie dies. If you feel that you need to do something, but your husband disagrees with it. Wenn du das Gefühl hast, dass du etwas tun musst, aber dein Ehemann ist anderer Meinung. Don't nag him, just submit. Dann nörgle nicht an ihm herum, ordne dich einfach unter. And then go and pray, 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 pray until God changes his mind. Und dann geh hin und bete, 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 bis Gott seine Meinung ändert. I was shocked. Ich war so schockiert. It's like, so we submit to him, but then we go to God and get God to manipulate him. That's witchcraft. Also, dann ist es so, wir ordnen uns ihm unter und dann gehen wir aber zu Gott und bringen ihn dazu, ihn zu manipulieren. Das ist Zauberei. Das ist Zauberei. Like we had so many weird thoughts about prayer that are so far from the heart of Jesus. Und wir haben so viele seltsame Vorstellungen über Gebet, die so weit weg sind vom Herzen Jesu. Now, I want you to understand something. Ich möchte, dass ihr etwas versteht. Nothing I say is judgmental or critical. Nichts, was ich sage, ist verurteilend oder kritisch. Because I used to have an old covenant prayer. Denn ich hatte früher ebenfalls ein alttestamentliches Gebetsleben. I remember in 1980, ich erinnere mich, dass in 1980 I prayed for 2 weeks almost non-stop for God. To give me a certain car. Da habe ich 2 Wochen lang fast ununterbrochen dafür gebetet, dass Gott mir ein bestimmtes Auto gibt. Listen, I used to live like that. Hör zu, ich habe auch so gelebt. I'm so thankful that he changed everything. Aber ich bin so dankbar, dass er alles geändert hat. So I'm not judging and criticizing. I'm trying to really really help you because I feel your confusion and your pain. Ich verurteile und kritisiere euch nicht, denn ich spüre eure Verwirrung und euren Schmerz. I want you to enter into the rest of God. Ich möchte, dass ihr in die Ruhe Gottes eintretet. Just remember this. Erinnert euch einfach an das. Jesus said, don't use many words when you pray. Jesus sagte, verwendet nicht viele Worte, wenn ihr betet. He said something else. Und er sagte noch etwas anderes. Don't repeat the same things over and over again. Wiederholt nicht immer und immer wieder dieselben Dinge. But we have been taught, the more you repeat and the more intensely repeat, you will convince God. Doch uns wurde gelehrt, je mehr wir uns wiederholen und je intensiver wir wiederholen, desto eher überzeugen wir Gott. Jesus said, don't do that. Und Gott sagte, mach das nicht. Don't do that. Mach's nicht. And yet, und trotzdem Bible says, sagt die Bibel, I love this so much. Ich liebe dies so sehr. It's been a scripture that has guided me for probably about 30 years. Es ist eine Bibelstelle, die mich wahrscheinlich schon seit 30 Jahren leitet. Mark chapter 1. Markus Kapitel 1. If you read from right about verse 30, wenn du etwa ab Vers 30 liest, it talks about Jesus working until late at night. Dann spricht es davon, dass Jesus bis spät in die Nacht arbeitete. Brought the sick people to him and healed them all. It was after sunset. It was late. Sie brachten all die Leute zu ihm und er heilte sie. Es war spät nach Sonnenuntergang. But look what it says in verse. I believe it's 35, maybe 36. Und schau, was es sagt in Vers 35 oder 36. It says this. Es sagt Folgendes. Long before daylight. Lange bevor es Tag wurde, in the middle of the night, mitten in der Nacht, Jesus got up, ging Jesus hinaus, and he went to a deserted place, und er ging an einen einsamen Ort, and he went to pray, um zu beten. What did he do for hours in the middle of the night? Was tat er stundenlang mitten in der Nacht dort? I can tell you what he did not do. Ich kann euch sagen, was er nicht tat. Try to convince God to do stuff. Gott davon zu überzeugen, dass er Dinge tun soll. You know why he didn't do that? Wisst ihr, warum er das nicht tat? Because he's the one who one of his first messages was this. Don't use many words and don't repeat the prayers. Denn in einer seiner ersten Botschaften sagte er selbst, verwendet nicht viele Worte und wiederholt die Gebete nicht. One of the first things that he ever taught his disciple was, relax. Trust your father, he's good. Eines der ersten Dinge, die er seinen Jüngern beibrachte, war, entspannt euch, vertraut eurem Vater, er ist gut. Did you hear me? Habt ihr mich gehört? When you come to prayer, wenn ihr zum Gebet kommt, relax, entspannt euch, trust God, vertraut Gott, he's good. Er ist gut. Listen to this. Hört euch das an. Psalms 46, verse 10. Psalm 46, Vers 10. Be still and know that I am God. Sei still und wisse, dass ich Gott bin. How have you been taught to pray? Wie wurde uns beigebracht zu beten? Like this. So. God, do this. Gott, tu das und das und das und das. God, give me this, give me this, give me this. Gott, gib mir dies und dies und das. God, change my husband. Gott, verändere meinen Ehemann. Change my wife. Gott, verändere meine Frau. And God says, be still. Bete mit viel Anstrengung und Gott sagt, sei einfach still. And know that I'm God.
und wisse, dass ich Gott bin. Du wirst nie erkennen, wie gut er ist, wenn du nicht lernst, den Mund zu halten und einfach seine Gegenwart zu genießen. Ich werde euch das später in dieser Woche lernen. Das war eine schwere Lektion für mich zu lernen. Aber als ich sie einmal gelernt hatte, war es eine der revolutionärsten Sachen in meinem Leben. Es war 1984, als der Herr zu mir sagte, dass Jesaja 30, ich glaube, es ist Vers 15, der Herr sagte, Reinhard, das muss ein Vers sein, der dein Leben leitet. In quietness and confidence is your strength. Isaiah 31. 30, verse 15. Im Stillsein und im Vertrauen liegt deine Stärke. Diz o Senhor, no arrependimento, no descanso e na quietude, a confiança está ali, está a sua confiança e vigor. In quietness and confidence is your strength. Im Stillsein und im Vertrauen liegt deine Stärke. But look what it says. Aber schaut, was es sagt. But you would not. Aber ihr habt nicht gewollt. I can feel the pain of the heart of the Lord. Ich kann den Schmerz im Herzen des Herrn spüren. Do you know, the last few weeks I felt more than in a long time. Wisst ihr, in den letzten Wochen habe ich mehr gespürt als in einer langen Zeit. The things that I felt were so deep. Die Sachen, die ich gefühlt habe, waren so tief. I said to Daniel today. Und heute sagte ich zu Daniel. For 3 years. Seit 3 Jahren. Because 3 years ago God said to me. Denn vor 3 Jahren sagte Gott zu mir. Put the trumpet to your mouth and blow it. Setze die Trompete an deinen Mund und blase sie. Daniel traveled to me all over this nation. Daniel reiste mit mir durch diese ganze Nation. And I've been a prophetic voice all over this nation. Und ich war eine prophetische Stimme im ganzen Land. And unfortunately. Und leider. Not for me. Nicht für mich. But for them. Aber für sie. Unfortunately. Leider. Many churches, many people, many denominations have rejected the prophetic voice that I am. Viele Gemeinden, viele Kirchen haben die prophetische Stimme abgelehnt, die ich bin. Not unfortunate for me because I'm doing great. Also nicht leider wegen mir, denn mir geht's großartig. But unfortunately for them. Aber es ist schade für sie. Because they did not like the trumpet that I was blowing. Denn sie mochten die Trompete nicht, die ich geblasen habe. And for 3 years I've been declaring all over Brazil and all over the world actually. Und seit 3 Jahren verkünde ich überall in Brasilien und eigentlich überall auf der Welt. Get yourself ready. Macht euch bereit. Things are going to speed up. Die Dinge werden sich beschleunigen. Churches are going to close down. Die Gemeinden werden geschlossen werden. Everything will be shaken. Alles wird erschüttert werden. Fear will grip the heart. Angst wird die Herzen der Menschen packen. Jesus wird bald wiederkommen. Die Ernte wird kommen. Das habe ich treu seit 3 Jahren gepredigt. Learn how to pray. Lernt, wie man betet. I've taught these people everywhere. I've shouted it to the people. Ich habe die Leuten überall gelehrt. Ich habe ihnen zugerufen. God says. Schaut, was Gott sagt. In quietness and confidence is your strength, but you would not. In Stillsein und im Vertrauen liegt deine Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Listen, please, listen. Bitte, hört unbedingt zu. I'm doing these lives because I feel an urgency. Ich mache diese Lives, weil ich eine Dringlichkeit spüre. Not because I'm bored. Nicht, weil ich bei mir langweilig ist. I'm doing this for you people. Ich mache das für euch, Leute. I'm doing this for my Jesus. Ich tue es für Jesus. You have to learn how to pray. Ihr müsst lernen, wie man betet. You have to. Ihr müsst. Every day people talk to me how devastated they are because of their prayer life. Jeden Tag erzählen mir Menschen, wie niedergeschlagen sie sind wegen ihrem Gebetsleben. Think drüber nach. Think how much you have prayed intensely, but the things you prayed for never happened. Wie du intensiv für Dinge gebetet hast, doch diese Sachen sind niemals eingetroffen. Think drüber nach. Don't you think it's time to learn how to pray? Meinst du nicht, es ist Zeit zu lernen, wie man betet? The currency of heaven is never intensity, it's always faith. Die Währung des Himmels ist niemals Intensität, es ist immer Glaube. Hör zu. There are 3 things that we have to learn what they really mean. Es gibt 3 Dinge, von denen wir wirklich lernen müssen, was sie bedeuten. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Few people know what that means. Viele Leute wissen nicht, was das bedeutet. By faith. Im Glauben. Very few people know what this means. Nur wenige Leute wissen, was das bedeutet. And I believe. Und drittens, ich glaube. Very few people know what they believe. Die meisten Leute wissen nicht, was das bedeutet. Most Christians all over the world. Die meisten Christen auf der ganzen Welt believe that in the name of Jesus is a magic formula.
formula that if I put it in the end of my prayer, it's going to happen. Dass im Namen Jesu eine magische Formel ist und wenn ich die am Ende meines Gebetes setze, wird's passieren. Sorry to shock you. Sorry, dass ich euch schockieren muss. It's not a magic formula. Es ist keine magische Formel. Do you know, I hardly ever use the words in Jesus' name when I pray. Wisst ihr, ich verwende die Worte im Namen Jesu fast nie, wenn ich bete. If you can, if you want to, you can. Wenn du möchtest, dann kannst du das tun. But your prayer is not answered because at the end of your prayer you said in the name of Jesus. Aber dein Gebet wird nicht beantwortet werden, weil du am Ende sagst im Namen Jesus. As Brazilians would say. Wie die Brasilianer sagen würde. Nein, 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 nein. It's not going to happen because you use these few words. Es wird nicht passieren, nur weil du diese drei Worte benutzt. There is a story in the Acts of the Apostles. Es gibt eine Geschichte in der Apostelgeschichte. Guy said, in the name of Jesus that Paul preaches, we command the demons to go. Der Mann sagte, im Namen Jesu, den Paulus predigt, befehlen wir diesen Dämonen zu gehen. Und wisst ihr, was passierte? I command the demons to go. Er befahl den Dämonen zu gehen. You know what happened? Something aconteceu. The guy who was demonized. Der Mann, der dämonisiert war. He beat up these seven guys. Er verprügelte die sieben Männer. Ripped them naked. And he riss ihnen die Kleider vom Leib. And said this. Und sagte das. This is what the demons said. Genau das sagten die Dämonen. All we know and Jesus we know, but who are you? Paulus kennen wir und Jesus kennen wir, aber wer seid ihr? I'm very well known in hell. Ich bin sehr bekannt in der Hölle. Because I'm very well known in heaven. Denn ich bin sehr bekannt im Himmel. Get that key. Ergreift diesen Schlüssel. I'm very well known in hell because I'm very well known in heaven. Ich bin sehr bekannt in der Hölle, denn ich bin sehr bekannt im Himmel. You know why? Wisst ihr warum? Because I've learned in the name of Jesus is not a magic formula. Weil ich gelernt habe, dass im Namen Jesu keine magische Formel ist. In the name of Jesus is not gonna move heaven whatsoever. Im Namen Jesu wird den Himmel überhaupt nicht in Bewegung setzen. Remember. Erinnere dich. The Bible only makes sense through the new covenant. Die Bibel macht nur Sinn durch den neuen Bund. Now, before you get all mad at me, also bevor ihr jetzt ganz sauer auf mich werdet, listen, hört zu. Your reaction is always a reflection of your own heart. Eure Reaktion ist immer ein Spiegel eures eigenen Herzens. Always. Immer. So if you get mad, also wenn du sauer wirst, best thing you do is this. Dann tust du am besten Folgendes. I command these religious demons to leave me right now. Ich befehle diesen religiösen Dämonen, mich auf der Stelle zu verlassen. And say, Lord, I'm sorry to be so religious. Und dann sagt ihr, Herr, es tut mir leid, dass ich so religiös war. Help me and teach me. Hilf mir und lehre mich. Why am I saying this? Warum sage ich das? Because there are people who have prayed in the name of Jesus powerfully, intensely, strongly, but it never happened what they pray for. Denn es gibt Menschen, die im Namen Jesu kraftvoll, intensiv und stark gebetet haben, aber es ist nichts passiert, wofür sie gebetet haben. When I don't use the name of Jesus, incredible stuff happens. Und wenn ich nicht sage im Namen Jesu, passieren unglaubliche Dinge. Why? Und warum? Because it's not a magic formula. Weil es keine magische Formel ist. Do you know what it means in the name of Jesus? Wisst ihr, was im Namen Jesu bedeutet? It means I am in Jesus. Es bedeutet, ich bin in Jesus. It means my identity has changed. Es bedeutet, meine Identität hat sich verändert. It means when I come before the Father now, I am absolutely convinced that this is Jesus standing before the Father. Es bedeutet, dass wenn ich jetzt vor den Vater komme, dann bin ich absolut überzeugt davon, dass nun Jesus vor dem Vater steht. And when you have this hard conviction, und wenn ihr diese Überzeugung in eurem Herzen habt, that's what it really means in Jesus. Dann ist das genau das, was in Jesus bedeutet. Because he's now my big brother. Weil er nun mein großer Bruder ist. I'm in him. Ich bin in ihm. Listen to this. Hört zu. I hope you can catch it. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Hebrews chapter 1 says this. Hebräer 1 sagt, that God has made Jesus the heir of all things. Dass Gott Jesus zum Erben aller Dinge gemacht hat. Listen. Hört zu. Dishi, catch this. Und ergreift das. Listen. Hör zu. Not God is going to make Jesus anything. Gott wird Jesus nicht zu irgendetwas machen. Has made Jesus the heir of all things. Gott hat Jesus zum Erben aller Dinge gemacht. That's what Hebrews 1 says. Das sagt Hebräer 1. So if Jesus is the heir of everything, also wenn Jesus der Erbe von allem ist, Romans 8, 16, 17, look at this. Dann schaut euch Römer 8, Vers 16 und 17 an. If we are sons, then we are heirs. Wenn wir Söhne sind, dann sind wir auch Erben. Joint heirs with Jesus Christ. Miterben mit Jesus Christus. If I'm a joint heir with Jesus Christ, wenn ich ein Miterbe mit Christus bin, and God has given everything to Jesus, und Gott hat alles an Jesus übergeben, given everything to me, dann hat er auch alles an mich übergeben. Because I'm in Christ. Denn ich bin in Christus. That's what it means, in the name of Christ. Und das bedeutet im Namen Jesus. We have to get rid of this idea of in the name of Jesus. Some magic religious floskel that moves heaven. Wir müssen die Vorstellung loswerden, dass im Namen Jesu eine magische religiöse Floskel ist, die den Himmel bewegt. The other thing is, und das andere Ding ist, im Glauben.
Next year I will speak English by faith. Nächstes Jahr werde ich Englisch sprechen, im Glauben. People say that to me, I already know they're going to speak English. Wenn Menschen das zu mir sagen, dann weiß ich jetzt schon, dass sie nächstes Jahr kein Englisch sprechen werden. Because by faith only means I really would like it, but I don't really believe it. Denn im Glauben bedeutet nichts anderes als ich würde das wirklich gerne mögen, aber ich glaube es nicht wirklich. Come on, be honest. Kommt, seid ehrlich. Don't get upset at this nice Austrian guy. Ärgert euch nicht über diesen netten Österreicher. You know, many people told me by faith, and I already smile in my heart. Say, yeah. Wisst ihr, viele Leute haben schon zu mir gesagt im Glauben, und ich grinse in meinem Herzen und sage, ja. In the beginning, it was not easy for this son to walk with me. Am Anfang war es für diesen Sohn nicht leicht, mit mir mitzuhalten. But I think now it's okay. Aber ich denke, jetzt ist es okay. Yeah, okay. Ja, ist okay. I love this kid. Ich liebe diesen Jungen. Listen to me. Hör zu. By faith. Im Glauben. If you really believe in your heart, you need to say by faith. Wenn ihr wirklich in eurem Herzen glaubt, müsst ihr nicht sagen im Glauben. You just say, this is gonna happen. Ihr sagt einfach, das wird passieren. And the third thing is, I believe. Und das dritte ist, ich glaube. You know, people say to me, I believe. Wisst ihr, Leute sagen zu mir, ich glaube. I smile and walk away. Und ich lächle und gehe weg. And then I cry for them. Und dann weine ich für sie. Because I know they're gonna wake up and have a shock. Denn ich weiß, sie werden aufwachen und geschockt sein. Because through their intensity they're trying to convince themselves and they believe and in reality they live in hope and not in faith. Denn durch ihre Intensität versuchen sie sich selbst davon zu überzeugen, dass sie glauben. Doch in Wirklichkeit leben sie in Hoffnung und nicht im Glauben. If you believe, you'll have to convince yourself. Wenn du glaubst, dann musst du dich nicht mehr überzeugen. Du glaubst einfach wirklich. Now, there are three huge problems with that old covenant type of prayer life. Nun, es gibt drei riesige Probleme mit einem Gebetsleben im Alten Bund. That influences us so terribly and so strong. Und die beeinflussen uns so schrecklich und so stark. The first thing is not really understanding the new covenant. Das erste ist, dass man den neuen Bund nicht wirklich versteht. I've been talking to some amazing people today. Ich habe heute mit ein paar tollen Leuten gesprochen. I'm planning to do a really intense teaching on the new covenant, more intense than I've ever done in my whole life. Ich plane eine wirklich intensive Lehre über den neuen Bund, intensiver als ich das jemals zuvor in meinem Leben getan habe. Recorded professionally, perfect, and make it available. Wir werden es professionell aufnehmen und zur Verfügung stellen. But I want you to understand. Aber ich möchte, dass ihr dies versteht. Unless you understand the new covenant, you cannot really pray powerfully and effectively. Wenn ihr den neuen Bund nicht versteht, könnt ihr nicht wirklich kraftvoll und effektiv beten. Listen to this phrase. Hört euch diesen Ausdruck an. New covenant prayer is not about trying to make something happen. Beim Gebet im neuen Bund geht es nicht darum, einen Versuch zu starten, dass etwas passiert. Think about this. Denkt darüber nach. Almost all the time we use prayer to try to get God to do something. Fast jedes Mal verwenden wir Gebet dazu, Gott dazu zu bringen, etwas zu tun. Right? Richtig? God heal me. Gott heile mich. God give me this. Gott gib mir dies. God give me a child. Gott gib mir ein Kind. God do this. Gott tu dies. We use prayer to try to get God to do something or give us something. Wir verwenden Gebet, um zu versuchen, Gott dazu zu bringen, etwas zu tun. New covenant is all about the finished work of the cross. Im neuen Bund geht aber alles um das vollbrachte Werk am Kreuz. My Jesus. Mein Jesus. Is enough. Ist genug. His work on the cross is really enough. Sein Werk am Kreuz ist wirklich genug. It's enough. Es ist genug. Nothing needs to be added. Nichts muss mehr hinzugefügt werden. It's enough. Es ist genug. He paid such a high price. It's enough. Er hat so einen hohen Preis bezahlt. Es ist genug. So prayer in the new covenant is not about trying to get God to make something happen. Deshalb geht es beim Gebet im neuen Bund nicht darum zu versuchen, Gott dazu zu bringen, dass etwas passiert. But it is all about by true faith of the heart. Sondern es geht nur darum, dass wir durch wahren Glauben des Herzens looking back to the cross und zum Kreuz zurückschauen, being completely immovable. Dabei stehen wir felsenfest and stand firm on the work of the cross und stehen fest auf dem vollbrachten Werk des Kreuzes and then declare it that it has to happen. Und dann verkünden wir, dass es geschehen muss or that it is not allowed to happen. Oder dass es nicht passieren darf. For instance, zum Beispiel, I know this is messing with you. Ich weiß, das bringt euch durcheinander. But don't worry, you have to watch the entire series. Aber macht euch keine Sorgen, ihr müsst die gesamte Serie anschauen. But for instance, aber zum Beispiel, there's no need for you to ask God to protect you. Ihr müsst Gott nicht darum bitten, euch zu beschützen. I even believe it's wrong. Ich glaube sogar, dass es falsch ist. Why is it wrong? Warum ist es falsch? Look, if I ask God to protect
protect me. Schau, wenn ich Gott bitte, mich zu beschützen. I had an email today that was like this. Ich bekam heute eine E-Mail und das war ungefähr so. A woman from Austria. Eine Frau aus Österreich. Send me this email. Sie schickte mir diese E-Mail. She said, Reinhard, thank you so much for the new covenant seminar you did in German. Sie sagte, Reinhard, ich danke dir so sehr für das Seminar über den neuen Bund, das du auf Deutsch gemacht hast. It has touched me very deeply. Es hat mich tief berührt. She said, but there's one thing I don't understand. Aber da gibt es eine Sache, die ich nicht verstehe. Why did so many Catholic priests die of the coronavirus in Italy? Warum? Why did so many Catholic priests die of the coronavirus in Italy? Warum sind so viele katholische Priester in Italien am Coronavirus gestorben? The priests, they live a committed faith life. Denn die Priester haben ein hingegebenes Glaubensleben gelebt. I said, listen, protection has nothing to do with how committed you live to Jesus. Ich sagte, hör zu, Schutz hat nichts damit zu tun, wie hingegeben du an Jesus lebst. It has all to do with what you believe what the cross did. Es hat aber alles damit zu tun, an was du glaubst, dass das Kreuz getan hat. If you have a theology that suffering is part of my Christian life because that's what God uses to change me. Wenn du eine Theologie hast, dass Leiden Teil meines christlichen Lebens ist, weil Gott das benutzt, um mich zu verändern. You can be the most committed person in the world. You're still going to die of a sickness. Dann kannst du die hingegebenste Person auf der ganzen Welt sein und du wirst immer noch an einer Krankheit sterben. So this is the problem with a lot of our prayers. Und das ist das Problem mit vielem in unserem Gebetsleben. So we haven't grasped hold what the cross did. Wir haben noch nicht wirklich begriffen, was das Kreuz bewirkt hat. So we always try to get God to do something instead of taking hold of what he did. Und deshalb versuchen wir immer, Gott dazu zu bringen, etwas zu tun, anstatt zu ergreifen, was er bereits getan hat. Why do I believe that it's wrong to pray for protection? Warum glaube ich also, dass es falsch ist, um Schutz zu beten? This is why. Und das ist der Grund. If through the finished work of the cross, wenn ich durch das vollbrachte Werk am Kreuz, if through the new covenant, und durch den neuen Bund, I'm hidden inside of Jesus, in Jesus verborgen bin, it's faith in that finished work of the cross that keeps me protected. Dann ist es der Glaube an das verbrachte Werk am Kreuz, durch den ich den Schutz habe. Wenn ich Gott bitte, mich zu beschützen, dann glaube ich nicht, dass ich im Innern dieses Schutzes bin. Ich glaube immer noch, dass er etwas tun muss, aber in Wirklichkeit hat er es bereits getan. Und das ist so schwer für unseren Verstand und unsere Herzen zu verstehen, denn Religion hat uns so viele Jahre falsch trainiert. Grace in the new covenant is a completely different thing. Gnade im neuen Bund ist etwas vollkommen anderes. Grace is not the new covenant. Gnade ist nicht der neue Bund. It's very, very different. Sie ist etwas vollkommen anderes. Grace is wonderful. Gnade ist wunderbar. It's not the new covenant. Aber sie ist nicht der neue Bund. There is no more negotiation in the new covenant. It's finished. It's over. Es gibt keine Verhandlungen mehr im neuen Bund. Es ist vollbracht. Es ist vorbei. The new covenant is not a contract. We negotiate God through fasting and prayer. It's not happening. Der neue Bund ist kein Vertrag. Wir verhandeln mit Gott nicht mehr durch Fasten und Beten. You have to get this out of your heart, please. Gibt's nicht. Ihr müsst das aus eurem Herzen herausbekommen. Bitte, bitte. So that's the first problem, not understanding the new covenant. Also das ist das erste Problem, den neuen Bund nicht richtig zu verstehen. The second problem is not having a true, simple faith. Das zweite Problem ist, dass wir keinen wahren, einfachen Glauben haben. You see, the currency of heaven is faith, only faith. Seht ihr, die Währung im Himmel ist Glaube und nur Glaube. So many people confuse hope with faith. So viele Menschen verwechseln Hoffnung mit Glaube. Hope is not going to bring you the results that you need to have. Hoffnung wird euch nicht die Resultate bringen, die ihr braucht. Not going to happen. Das wird nicht passieren. Faith will bring you the results. Glaube wird euch die Resultate bringen. So what's the difference of hope? Und was ist der Unterschied zwischen Hoffnung und Glaube? The Bible says hope is this, faith is the substance of things that we hope for. Die Bibel sagt, Glaube ist die Substanz dessen, für das wir hoffen. Hope is very wonderful. Hoffnung ist wirklich wunderbar. Hope is something that you have in the future. Hoffnung ist etwas, das du in der Zukunft hast. That you are desiring something, wanting something to happen. Du sehnst dich nach etwas, möchtest etwas und dass etwas passiert. But I need you to understand this. Aber ihr müsst bitte Folgendes verstehen. Hope has no foundation without true faith. Hoffnung hat keinerlei ohne wahren Glauben. You see,
It's the assurance of things not seen. Seht ihr, es ist das Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Once you see things with the natural eyes, you don't need any faith anymore. Wenn du die Dinge erst einmal mit deinen natürlichen Augen sehen kannst, brauchst du keinen Glauben mehr. We have to understand that faith is in the unseen, it's in the unknown. Wir müssen verstehen, dass Glaube im Unsichtbaren und Unbekannten stattfindet. Faith is not working in these natural things that we grab with our natural sense. Glaube ist nicht arbeiten in diesen natürlichen Dingen, die wir mit unseren natürlichen Sinnen erfassen können. Hör zu. Der Herr hat mir vor ein paar Jahren gesagt, Reinhard, never comfort unbelief, always confront it. Tröste nie deinen Unglauben, konfrontiere ihn immer. I said, what do you mean, Lord? Ich sagte, was meinst du damit? Who comforts unbelief? Wer tröstet Unglauben? Lord said to me this. Und der Herr sagte mir Folgendes. Reinhard, my children constantly comfort unbelief of their hearts because they don't want to confront it. Reinhard, meine Kinder trösten den Unglauben in ihrem Herzen ständig, weil sie ihn nicht konfrontieren möchten. I found out. Ich habe herausgefunden. And I'm talking about myself, Reinhard. Und ich spreche hier von mir selbst, Reinhard. I found out. Eu descobri one of the most difficult things for us Christians. Ich habe herausgefunden, dass es eine der schwersten Sachen für uns Christen ist. Is to confront the unbelief in our own heart. Den Unglauben in unserem eigenen Herzen zu konfrontieren. It's very painful. Es ist sehr schmerzhaft. So what do we do? Und was machen wir dann? We comfort it. Wir trösten ihn. I said, Lord, how do your children comfort unbelief? Ich sagte, Herr, wie trösten deine Kinder ihren Unglauben? This is what he said. Und er sagte das zu mir. He said, what happens? It actually just happened when the Lord talked to me. Also was passiert, und das war tatsächlich gerade, was los war, als der Herr zu mir sprach. He said, what happened when this friend of yours just recently died? Das passierte, als ein Freund von dir vor kurzem gestorben ist. 50 years old, a little over 50. Er war 50 Jahre alt. Died suddenly of a quick sickness. Und er starb plötzlich an einer schlimmen Krankheit. Left the wife as a widow and a 4-year-old boy, I think, or a 5-year-old boy as an orphan. Er hinterließ eine Frau als Witwe und einen 4- oder 5-jährigen Jungen als Waisen. The Lord said to me, what happened? Und der Herr sagte, was ist da passiert? Everybody said the Lord took him. Alle sagten, der Herr nahm ihn zu sich. The Lord said to me, I don't kill a 50-year-old man and I'm not going to leave his child an orphan and his wife a widow. No, I don't do this. Der Herr sagte zu mir, ich bringe keinen 50-jährigen Mann um und mache sein Kind nicht zum Waisen und seine Frau zu einer Witwe. That had nothing to do with me. Ich mache sowas nicht, das hatte nichts mit mir zu tun. But it comforts the heart of unbelief to say the Lord took him. Aber es tröstete das ungläubige Herz, wenn ihr sagt, der Herr nahm ihn zu sich. Think how many theologies we created that comfort our unbelief because we don't want to confront. Überlegt mal, wie viele Theologien wir geschaffen haben, die den Unglauben trösten, weil wir ihn nicht konfrontieren wollten. Ask my wife. Fragt meine Frau. Ask Daniel. Fragt Daniel. How much I hate unbelief. Wie sehr ich Unglauben hasse. I confront it in my own life where there is only a sign of unbelief. I confront it. Ich konfrontiere ihn in meinem eigenen Leben, wenn es auch nur ein Anzeichen von Unglauben gibt. I confront it all the time. Konfrontiere ich ihn. Because prayer with real faith is worthless. Ich konfrontiere ihn jedes Mal, denn Gebet ohne echten Glauben ist wertlos. It is much better for you to shut up and don't pray than pray without truth. Es ist viel besser, wenn ihr den Mund einfach haltet und nicht betet, als wenn ihr ohne echten Glauben betet. Here's what I said to Matthäus recently. Und ich habe das vor kurzem zu Matthäus gesagt. If I really need the prayer of other people, wenn ich wirklich Gebet von anderen Leuten brauche, if I need the prayer of other people, Gebet von anderen Leuten brauche, and I have to choose. Und ich mich entscheiden muss between one person who prays in real faith, zwischen einer Person, die mit echtem Glauben betet, or 1,000 people who intensely pray without real faith, oder 1,000 Leuten, die intensiv beten ohne echten Glauben, even they pray in hope and they pray with fasting and very intensely, sogar wenn sie voller Hoffnung und mit Fasten und sehr intensiv beten, I will choose that one person who prays for me. Dann würde ich mich für die eine Person entscheiden, die für mich betet. Your intensity neither moves heaven nor does it move your God. Eure Intensität bewegt weder den Himmel noch bewegt sie deinen Körper. You know why? Und wisst ihr warum? Because do you know what's the sad thing about this stuff? Pray more intensely, pray more intensely. Wisst ihr, was das Traurige daran ist, wenn wir immer intensiver und immer intensiver beten? And when we talk about intercession, I will tell you some very intense prayers I've prayed. Und wenn wir über Fürbitte reden, dann werde ich euch ein paar sehr intensive Gebete erzählen, die wir gebetet haben.
But you know what is really sad about this pray more intensely that the pastors keep telling us? Aber wisst ihr, was so traurig daran ist, an diesem betet intensiver, das uns die Pastoren gelehrt haben? And I'm not saying this, they're doing this because they're mean. They just don't understand. Und ich sage das nicht, weil ich denke, dass sie böse sind. Sie verstehen es nur nicht. But you know what's happening? Wisst ihr, was dann passiert? They're actually making God a very bad God. Sie machen Gott in Wirklichkeit zu einem bösen Gott. They misinterpret Bible verses and they're making God a God that is so bad. That you have to talk him into doing good things. Sie legen Bibelverse falsch aus und machen Gott dadurch zu einem Gott, der so schlecht ist, dass man ihn dazu überreden muss, gute Dinge zu tun. So who wins in the prayer? Und wer gewinnt dann beim Gebet? Who wins? Wer gewinnt? The one who is more intense. Derjenige, der intensiver ist. Stupid. Das ist idiotisch. It's like, what kind of a God do we think we serve? Es ist also, an was für einen Gott glauben wir? What kind of a father that has this attitude? Was für ein Vater ist das, der so eine Einstellung hat? I'm not going to do anything nice to my kids. Ich tue meinen Kindern nichts Gutes. I'm not going to take my kids on a nice vacation. Ich fahre mit meinen Kindern nicht in einen schönen Urlaub. I'm not going to give them good food. Ich gebe ihnen kein gutes Essen. Unless they are so intense. Außer wenn sie so intensiv sind, that they sweat and sweat and sweat and sweat for months. Dass sie monatelang ins Schwitzen kommen und schwitzen und schwitzen. Unless for months they beg me and beg me and beg me and beg me. Außer wenn sie sich monatelang mich anbetteln und anbetteln. Mentira. Ist ja Mentira. It's a lie. Das ist eine Lüge. It makes God a terrible God. Es macht Gott zu einem schrecklichen Gott. My God is a good God. Aber mein Gott ist ein guter Gott. God is amazing. Mein Gott ist fantastisch. Beautiful. Mein Gott ist herrlich. Mein Gott ist freundlich. My God doesn't need to be convinced to do good things for his children. Mein Gott muss nicht überzeugt werden, gute Dinge für seine Kinder zu tun. Meditate on Matthew chapter 6. Meditiere über Matthäus Kapitel 6. Stop using many words, stop using repetition. Hört auf, viele Worte zu benutzen und hört auf mit den Wiederholungen. Your Father in heaven knows what you need before you ask him. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. So instead of changing our hearts of unbelief, we use more intensity to compensate for our hearts of unbelief. Think about the stupidity of this. Anstatt also unsere Herzen des Unglaubens zu verändern, verwenden wir mehr Intensität, um den Unglauben unseres Herzens zu kompensieren. Überlegt nur, was das für ein Irrsinn ist. Wow, you're good. Wow, du bist gut. He's a good translator. Er ist ein guter Übersetzer. Think. Denk nur. If we would confront our unbelief, we wouldn't have to try to convince God so hard to do the stuff that we don't even believe for him to do. Wenn wir unseren Unglauben konfrontieren würden, dann würden wir nicht einmal versuchen, Gott so angestrengt zu überzeugen, dass er Dinge tut, an die wir noch nicht einmal glauben, dass er sie tun wird. And that's the third problem. We're trying to convince God instead of taking the time to convince our heart. Und das ist das dritte Problem. Wir versuchen, Gott zu überzeugen, anstatt uns die Zeit zu nehmen, unser eigenes Herz zu überzeugen. I think it was 5 years ago. Ich glaube, es war vor 5 Jahren. I was in Poland. Da war ich in Polen. And this lady came to me. Und diese Frau kam zu mir. She said, Reinhard. Sie sagte, Reinhard. Read this letter. Lies diesen Brief. I know you're too busy this conference to have time to talk to me, so I wrote everything down. Ich weiß, dass du zu beschäftigt bist auf dieser Konferenz und keine Zeit hast, um mit mir zu sprechen. Deshalb habe ich alles aufgeschrieben. 4-page letter. Es ist ein 4-seitiger Brief. I put it in my pocket, 3-day conference. Ich habe ihn in meine Tasche gesteckt und machte die Konferenz. Very late night, very early morning. Und es war sehr spät am Abend oder sehr früh am Morgen. Always like this in Poland. Und so ist das immer in Polen. Because I always stay in the house of my son Reini. Denn ich wohne immer im Haus von meinem Sohn Reini. And when I get there at 11:30 at night. Und wenn ich dort um 11:30 nachts ankomme. My daughter Esti takes so good care of me. Meine Tochter Esti kümmert sich so gut um mich. So we sit and we celebrate the goodness of Jesus in each other until usually 2 o'clock in the morning. Dann sitzen wir zusammen und feiern normalerweise die Güte von Jesus bis 2 Uhr morgens. But 6 o'clock I've got to get up again and get ready to preach. Aber um 6 Uhr muss ich wieder aufstehen und mich für die Predigt vorbereiten. So 3 days he goes like this. Und 3 Tage lang war das so. He will be tired too when he goes with me. Er wird auch müde sein, wenn er mit mir mitkommt. So anyhow, finally I was finished with the conference and I took the letter and I read it. Also endlich war die Konferenz zu Ende und ich holte den Brief heraus und las ihn. She said, Reinhard, thank you. Thank you so much for teaching us this truth. Also es geht so, sie schrieb, Reinhard, danke so sehr, dass du uns die Wahrheit gelehrt hast. She said, I've been married for 7 years. Seit 7 Jahren bin ich verheiratet. 6 years we've tried to have children. Seit 6 Jahren versuchen wir Kinder zu bekommen. We couldn't. Und wir konnten nicht. We couldn't. Es hat nicht geklappt. Doctor said, you will never have children.
Der Arzt sagte, wir werden nie Kinder bekommen. She said, Reinhard, we prayed, we prayed, we prayed. Sie sagte, Reinhard, wir beteten und beteten. Then we take old covenant examples of Hannah praying for God to give her a child, and God gives her the prophet Samuel. That has nothing to do with the finished work of the cross. Dann nahmen wir Beispiele aus dem alten Bund von Hannah, die für ein Kind betete, und Gott gab ihr den Propheten Samuel. Das hat nichts zu tun mit dem vollbrachten Werk am Kreuz. Old covenant, that was wonderful. Im alten Bund war das wunderbar. I live in the finished work of the cross. Aber ich lebe im vollbrachten Werk des Kreuzes. Sie sagt, Reinhard, 6 Jahre lang beteten und beteten wir. She said, Reinhard, we have fasted. Sie sagte, Reinhard, wir haben gefastet. We prayed so hard. Wir haben so angestrengt gebetet. We asked all of our friends to pray for God to give us a child. Wir haben all unsere Freunde gebeten, Gott zu bitten, uns ein Kind zu geben. But after 6 years, the heart was disappointed. Aber nach 6 Jahren war das Herz so enttäuscht. She said, I walked out of the meeting when you taught us how to convince our own heart. Sie sagte, ich ging aus der Versammlung, als du uns gelehrt hast, wie wir unser eigenes Herz überzeugen können. I said to my husband, und ich sagte zu meinem Mann, wir werden Gott nicht mehr um ein Kind bitten. She said, stop this prayer. Hör auf mit diesem Gebet. No more. Schluss damit. We're going to do what Reinhard taught us to do. Wir werden das tun, was Reinhard uns gelehrt hat. We're not going to try to convince God anymore to give us a child. We're going to convince our own heart. Wir werden nicht mehr versuchen, Gott zu überzeugen, uns ein Kind zu geben. Wir werden unser eigenes Herz überzeugen. So here's what she did. Und dann tat sie Folgendes. She were quiet before the Lord. Sie war still vorm Herrn. She meditated on the finished work of the cross. Sie meditierte über das vollbrachte Werk am Kreuz. She meditated on the truth that I have been blessed with every spiritual blessing in heavenly places. Sie meditierte über die Wahrheit, dass sie mit allen geistlichen Segen in der Himmelswelt gesegnet ist. Children are a blessing from God, and if I have been blessed with every spiritual blessing, that means I have a child. Kinder sind ein Segen von Gott, und wenn ich mit allen geistlichen Segnungen gesegnet bin, dann bedeutet das, dass ich ein Kind habe. In the beginning, this was hard for her. Am Anfang war das schwer für sie. You know why? Wisst ihr warum? Because the religious mind always screams, that's wrong, you need to pray, 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 convince God, convince God, convince God. Weil das religiöse Denken schreit immer wieder, das ist falsch, ihr müsst beten, beten, beten und Gott überzeugen. She pushed through. Aber sie blieb dran. If I remember right, I have to look in the letter. I think I have it back here. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich muss das nachschauen. Ich denke, ich habe den Brief hier hinten. I think it was 3 weeks only. Ich glaube, es waren nur etwa 3 Wochen. Her heart was convinced. Und ihr Herz war überzeugt. Listen, this is what I love. Hör zu, das liebe ich so sehr. Listen, I love this. Hör zu, ich liebe das. 6 years she tried to convince God, and God couldn't be convinced because he was already convinced. 6 Jahre lang versuchte sie, Gott zu überzeugen, und Gott konnte nicht überzeugt werden, weil er bereits überzeugt war. And nothing happened. Und nichts passierte. 3 weeks. In 3 Wochen überzeugte sie ihr Herz. She said to her husband, und sie sagte zu ihrem Mann, can I make a pregnancy test? Kann ich einen Schwangerschaftstest machen? Because my heart believes. Denn mein Herz glaubt. She made a test in the day that had the most beautiful baby girl that you can imagine. Sie machte einen Test, und heute haben sie das wunderschönste kleine Mädchen, das ihr euch vorstellen könnt. Beautiful child. Ein wunderschönes Kind. I was in Germany. Ich war in Deutschland. Beginning of last year. Anfang letzten Jahres. And a woman came in January or February of last year. Im Januar oder Februar jetzt letzten Jahres. The woman came to me. Und eine Frau kam zu mir. She said, Reinhard, 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 I can't get pregnant, I can't have children. Doctor said never. Sie sagte, Reinhard, Reinhard, ich kann nicht schwanger werden, ich kann keine Kinder kriegen. Die Ärzte sagen mir niemals. She said, I learned from you about the new covenant, but now how do I pray about this? Sie sagte, ich habe von dir über den neuen Bund gehört, aber wie bete ich nun dafür? I said, don't try to convince God to give you a child. Ich sagte, versuche nicht, Gott davon zu überzeugen, dir ein Kind zu geben. Because he's already convinced. Denn er ist bereits überzeugt. I said, convince your own heart. Ich sagte, überzeuge dein eigenes Herz. I taught her what I teach you now. Ich lehrte sie, was ich euch heute lehre. Shut up. Halte den Mund. Be quiet. Sei still. Say thank you. Sage Danke. Confront the unbelief in your own heart. Konfrontiere den Unglauben in deinem Herzen. Convince your own heart. Überzeuge dein eigenes Herz. And I said, you, that's what you do. Und ich sagte, das musst du einfach machen. But I don't have to pray, pray, pray for God to give me child, child, child. Aber sie fragte, muss ich dann nicht Gott bitten, 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 dass sie mir ein Kind gibt? I always tell people, you're simply Jesus pessoas. Well, look, how long have you been doing that? Ich sage den Leuten immer, schaut mal, wie lange du das schon gemacht hast. Oh, the last 6 years. Oh ja, in den letzten 6 Jahren. Well, why didn't you have a child yet? Und warum hast du dann noch kein Kind? Well, maybe I didn't pray intense enough. Naja, vielleicht habe ich nicht intensiv genug gebetet. Stop this religion. Hör auf mit dieser Religion.
Religion. That was in January last year. Das war im Januar letzten Jahres. She sent me a photo in November. Im November schickte sie mir ein Foto. She gave birth to a baby with more than 4 kilos. Strong, big and healthy. Sie brachte ein Kind auf die Welt mit mehr als 4 Kilo. Stark, groß und gesund. Hör zu. Very simple. Es ist so einfach. Don't negotiate because it's a new covenant. Verhandelt nicht, denn es ist ein neuer Bund. Confront the unbelief in your heart. Konfrontiert und glaubt in eurem Herzen. Don't live in hope and convince yourself it's faith, when in reality it's not even faith, it's hope. Lebt nicht in Hoffnung und überzeugt euch dann, dass es Glaube ist, denn es ist in Wirklichkeit kein Glaube, sondern Hoffnung. Stop trying to convince God and convince your own heart. Hört auf, Gott zu überzeugen und überzeugt euer eigenes Herz. Fourth problem is, und das vierte Problem with the way that we have usually prayed, mit der Art und Weise, wie wir normalerweise gebetet haben, is we have a complete wrong idea of God. Ist, dass wir eine komplett falsche Vorstellung von Gott haben. Completely wrong. Vollkommen falsch. Can I convince you tonight? Kann ich euch heute Abend überzeugen? God is good. Gott ist gut. So good. So gut. So amazingly good. So überschwänglich gut. Jesus is so beautiful. Jesus ist so wunderschön. He's so kind. Er ist so freundlich. He's so sweet. Er ist so herrlich. He loves you so deep. Er liebt euch so tief. There's nobody who can ever love you more than Jesus. Es gibt niemanden, der euch so sehr lieben kann wie Jesus. Here's the problem. Und hier ist das Problem. We have this wrong idea of God. Therefore, it makes it very hard for us to really trust him. Wir haben diese falsche Vorstellung von Gott und das macht es wirklich schwer, ihm zu vertrauen. If you don't believe that God is nothing but good, you're going to plead, plead, pray, pray and put all your effort into it. Wenn du nicht glaubst, dass Gott nichts anderes als gut ist, dann wirst du bitten, betteln, beten und all deine Kraft dazu verwenden. God has given the earth to the sons of men. Gott hat die Erde den Menschensöhnen übergeben. If the devil can't believe that God is still in control of the earth, wenn der Teufel dich glauben lassen kann, dass Gott immer noch die Kontrolle über die Erde hat, you know what's gonna happen? Sabe o que vai mudar? Sabe o que vai acontecer? Very subtly. Into the deep subconscious of your heart. Wisst ihr, was dann passiert? Sehr subtil im Unterbewusstsein eures Herzens. There are seeds sown. Dort werden Samen gesät, that will bear awful fruit. Die schreckliche Frucht bringen werden. Awful. Schrecklich. And this is the seeds that are going to be sown. Und das sind die Samen, die gesät werden. God is not good. Gott ist nicht gut. God made the coronavirus and killed people. Gott hat den Coronavirus gemacht und tötet Menschen. God caused the earthquake. Gott verursacht das Erdbeben. God caused the dengue and the Zika and all the other garbage. Gott hat das Dengue-Fieber und diesen ganzen anderen Mist verursacht. Listen. Hör zu. God is giving the earth to the sons of man. Gott hat die Erde den Menschen übergeben. Unfortunately, men have abused their authority and destroyed the earth. Leider haben die Menschen ihre Autorität missbraucht und die Erde zerstört. That's unfortunate. Das ist sehr traurig. But listen to this. Aber hört euch das an. Yes, God is sovereign. Ja, Gott ist souverän. But if God enters into the world right now and judges some of this stuff, aber wenn Gott jetzt auf die Erde kommen würde und einige dieser Dinge richten würde, he can't do that. Er kann das nicht tun, das kann er nicht. Can't. Er kann das nicht tun, das kann er nicht. Because in the new covenant, God actually legally bound himself to men. Denn im neuen Bund hat sich Gott im Grunde genommen rechtlich gegenüber den Menschen gebunden. I know this sounds complete heresy. Ich weiß, das hört sich an wie vollkommene Heresie. But God doesn't have a choice anymore. Aber Gott hat keine Wahl mehr. I walked in the room of a woman and I said to her, "Do you believe that you will be healed right now?" Ich ging in das Zimmer einer Frau und ich sagte zu ihr, "Glaubst du, dass du jetzt in diesem Moment geheilt wirst?" She said, "If God wills, yes." Und sie sagte, "Wenn Gott will, ja." I said, "God doesn't have the choice anymore." Ich sagte, Gott hat diese Wahl nicht mehr. She said, "What?" Sie sagte, was? I said, "God cannot choose anymore if he wants to heal you or not. He doesn't have that choice." Ich sagte, Gott kann nicht mehr wählen, ob er dich heilen will oder nicht. Er hat diese Wahl nicht mehr. This sounds like heresy. Das hört sich an wie Heresie. It's the truth. Aber es ist die Wahrheit. Why is it the truth? Warum ist das die Wahrheit? Listen. Hört zu. Can God choose whom he saves? Kann Gott wählen, wen er rettet? He can. Kann er nicht. Why? Warum? 1 John 2 says this. 1. Johannes 2 sagt folgendes. Jesus is the propitiation of our sins. Jesus ist die Sühnung für unsere Sünden. Okay, Jesus ist Appropriation dos nossos pecados. Und dann sagt es das. Not only of ours. Nicht nur für die unseren.
but of the sins of the whole world. Sondern für die Sünden der ganzen Welt. So can God still choose whether he forgives the sins of the people or not? Also kann Gott immer noch entscheiden, ob er die Sünden der Menschen vergibt oder nicht? He can. Nein, kann er nicht. Everybody who comes by faith in the cross of Jesus to God, God has no choice but to forgive those people. Jeden, der durch den Glauben an das Kreuz zu Jesus kommt, bei dem hat Gott keine Wahl, als diesen Menschen zu vergeben. Maybe to you sounds like heresy. My heart explodes with the most incredible joy that's hard to contain. Vielleicht hört sich das für dich nach Heresie an, aber mein Herz explodiert mit einer unglaublichen Freude. God, the sovereign God of the universe. Es ist schwer einzudämmen. Gott, der souveräne Gott des Universums, he could do anything he want. Er konnte alles tun, was er wollte. But he chooses in his sovereignty to make himself. Aber er hat sich in seiner Souveränität dafür entschieden, Mensch zu werden. And surrender the world into our hands. Und er gab die Welt in unsere Hände. What an incredible God. Was für ein erstaunlicher Gott. What an amazing God. Was für ein fantastischer Gott. And here is what happened. Und dann passiert Folgendes. The devil doesn't like that idea. Dem Teufel gefällt das nicht. So he fills our hearts and mind with religious wrong old covenant thought. Und deshalb füllt er unsere Herzen und unser Denken mit religiösen, falschen, alter Bundgedanken. I have committed myself to show to the world and to the Christians how good God really is. Ich habe mich verpflichtet, der Welt und den Christen zu zeigen, wie gut Gott wirklich ist. I'm going to not stop doing this. Und ich werde damit nicht aufhören. So if we believe that God is this bad God who is behind this bad stuff. Wenn wir also glauben, dass Gott dieser schlechte Gott ist, der hinter diesen schlechten Sachen steckt. How are you gonna pray? Come with real sincere heart faith. You can't. Wie wollen wir dann beten mit echtem aufrichtigen Glauben des Herzens? Das geht nicht. Because in the back of your mind is always this thought. Maybe God wants this suffering. Maybe God wants this virus. Maybe God wants this trouble. Denn im Hinterkopf ist dann immer dieser Gedanke, vielleicht will Gott dieses Leid, vielleicht will Gott den Virus, vielleicht will Gott diese Schwierigkeiten. Und dann, today, a woman from Europe asked me this question. Hört zu, stellt euch diese Frage. But then, Reinhard, can we say that God permitted this coronavirus? Eine Frau stellte mir in Europa diese Frage. Gott, können wir sagen, dass, Reinhard, können wir sagen, dass Gott den Coronavirus erlaubt? No, God did not permit the coronavirus. Hier ist ein Schocker. Nein, Gott hat den Coronavirus nicht erlaubt. Aishi! No, God did not permit it. Was? Nein, Gott hat ihn nicht erlaubt. But if God didn't permit it, why did the virus happen? Aber wenn Gott es nicht erlaubt hat, warum gibt es denn dann den Virus? If I rent my house out to you. Wenn ich mein Haus an euch vermiete. I'm the owner of the house. Ich bin der Hausbesitzer. I've rented out to you. Und ich habe es an euch vermietet. If you abuse your own children in the house, it belongs to me, but I rent it to you. Wenn ihr eure eigenen Kinder in dem Haus missbraucht, das mir gehört, das ich euch vermietet habe, did I give you permission to do that? Habe ich euch dann die Erlaubnis gegeben, das zu tun? Nein. Do I even have to give you permission to do anything? Muss ich dir überhaupt Erlaubnis geben, irgendetwas zu tun? No. Nein. The moment I rent the house out to you, you choose what you do in the house. In dem Moment, in dem ich dir das Haus vermiete, bitte entscheidest du, was du in dem Haus machst. You see, I really believe it's a diabolical thought. Seht ihr, ich glaube wirklich, dass das ein teuflischer Gedanke ist. That God permits these things. Dass Gott diese Sachen erlaubt. What does that do? Und was bewirkt das? It always sows deep into our heart the thoughts that, well, God permits the bad thing. Es sät tief in unserem Herzen den Gedanken, dass Gott diese schlimmen Dinge erlaubt. If God permits the bad things, that means God must want the bad things to happen. Otherwise, he wouldn't permit them. Wenn Gott die schlimmen Dinge erlaubt, dann bedeutet das, dass Gott möchte, dass diese schlimmen Dinge passieren, denn sonst würde er sie nicht erlauben. And if God wants the bad things to happen, we can't pray in real faith. Und wenn Gott möchte, die schlimmen Dinge passieren, dann können wir nicht mit echtem Glauben beten. So now we are in this vicious cycle because of a religious old covenant mentality and we can't pray with authority. Und deshalb haben wir jetzt diesen grausamen Kreislauf in einer religiösen Mentalität des alten Bundes und wir können nicht in Autorität beten. I will teach the people of God how to pray. Ich möchte dem Volk Gottes beibringen, wie man betet. Let me give an example that makes sense to every one of you watching. Lasst mich euch ein Beispiel geben, das Sinn macht für alle, die zuschauen. My goodness. Meine Güte, vor schon fast eine Stunde. Okay, here is the example. Okay, hier ist das Beispiel. Let's imagine you have a theology that God wants to use sickness to teach his children a lesson. Stellt euch vor, ihr habt die Theologie, dass Gott Krankheit benutzen möchte, um seinen Kindern eine Lektion zu erteilen. So now you get sick. Und du sitzt da.
And it hurts. You suffer so much pain. Du bist krank und hast große Schmerzen und leidest. Now, because of what you believe and all this stuff that you've been taught. Und wegen all dem, was du glaubst und den ganzen Dingen, die dir beigebracht wurden. When you get sick. Wenn du krank wirst. You keep praying and praying and praying for God to heal. Betest du immer weiter, dass Gott dich heilt. Because you don't like the pain. Denn du magst diese Schmerzen nicht. You're scared to die. Du hast Angst davor zu sterben. So you're going to ask all of your friends to pray that God would have mercy on you and heal you. Und darum bittest du all deine Freunde für dich zu beten, damit Gott Erbarmen hat, dich zu heilen. But here is a big problem with this. Und hier gibt's ein großes Problem. You can't fool your own heart. Du kannst dein eigenes Herz nicht täuschen. Faith has nothing to do with what your brain. Glaube hat nichts mit dem zu tun, was dein Gehirn sich ausdenkt. Bible says. Die Bibel sagt, with the heart man believes in the salvation. Mit dem Herzen glaubt der Mensch an die Rettung. With the mouth he confesses. Und mit dem Mund bekennt er es. Salvation does not mean you go to heaven because sins are forgiven only. Errettung bedeutet nicht, dass du in den Himmel kommst, nur weil deine Sünden vergeben sind. Greek word for salvation includes healing, deliverance, prosperity, protection, all of them. Das griechische Wort für Errettung beinhaltet Heilung, Befreiung, Wohlstand, Schutz, all diese Dinge. So you have to believe it with your heart. Und das musst du mit deinem Herzen glauben. So what do we do? Und was tun wir? We ask everyone to pray for God to heal us. Wir bitten alle Leute dafür, darum zu beten, dass Gott uns heilt. Because of a wrong theology. Aber wegen einer falschen Theologie. Because of old covenant influence. Wegen dem Einfluss des alten Bundes. Deep down hidden in our hearts, so that we can't even see it. Tief unten in unserem Herzen, wo wir es nicht mal einmal sehen können. There is something like this. Ist etwas verborgen, so wie. Maybe God wants to use this to teach me something. Vielleicht will Gott das benutzen, um mich etwas zu lernen. I'm very sorry to be really honest with you, but I hope my honesty wakes you up. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss ehrlich mit euch sein und ich hoffe, dass euch meine Ehrlichkeit aufweckt. If you believe that God wants you to be sick because he wants to teach you something. Wenn du glaubst, dass Gott möchte, dass du krank bist, weil er dir etwas beibringen möchte, dass du krank bist, damit Gott dir etwas beibringen kann, wenn du das glaubst und wenn du das sagst und Teil deiner Theologie ist, be honest and fair. Dann sei zumindest ehrlich und fair. Ask nobody to pray for you. Bitte niemanden um Gebet. Take no medication. Nimm keine Medikamente. Don't go to the doctor. No. Geh nicht zum Arzt. Because that's hypocrisy. Denn das ist Heuchelei. Because if you believe it's the will of God for you to be sick and you take medication, you are now rebelling against the will of God. Denn wenn du glaubst, dass es der Wille Gottes ist, dass du krank bist und du nimmst Medikamente, dann rebellierst du nun gegen den Willen Gottes. Strong, but true. Das ist stark, aber wahr. At least be honest and say, look. Sei zumindest ehrlich und sage, I hate this sickness. Ich hasse diese Krankheit. I don't really believe in my heart. Ich glaube nicht wirklich in meinem Herzen. So I'm going to take medication and I'm going to convince my heart. Deshalb nehme ich Medikamente und ich werde mein Herz überzeugen. At least be honest to yourself, please. Sei zumindest ehrlich mit dir selbst, bitte. But if you say, und wenn du sagst, no, God allows people to be sick to teach them something. Nein, Gott erlaubt, dass Leute krank sind, damit er ihnen etwas lehren kann. Well, then let God teach you. Ja, dann lass dich von Gott belehren. Rebelling against God's will by asking people to pray for you. Und höre auf, dich gegen den Willen Gottes aufzulehnen, indem du Menschen bittest, für dich zu beten. Do you see what I'm saying? It's so logical. Seht ihr, was ich sage? Es ist so logisch. Listen. Hör zu. When you pray for family members, relationship problems, any of these things. Wenn du für Familienmitglieder und Beziehungsprobleme und all diese Dinge betest. Always remember that prayer is not something to manipulate God into doing things that we want him to do. Dann denk immer daran, dass Gebet nicht etwas ist, mit dem du Gott manipulieren kannst und dass er Dinge tut, die du von ihm willst. Please never use prayer for God to try to go against the free will of other people. Bitte verwende Gebet niemals, um Gott dazu zu bringen, etwas gegen den freien Willen von anderen Menschen zu tun. Somebody sent me a message and said this. Jemand schickte mir eine Nachricht und sagte Folgendes. If God respects the free will of man, why did he interfere in the life of the apostle Paul when he was Saul on the Damascus Road? Wenn Gott den freien Willen der Menschen respektiert, warum mischte er sich dann in das Leben des Apostel Paulus ein, als er auf dem Weg nach Damaskus war? Well, first of all, Saul was chosen before his mother's womb to be an apostle to the place. Zuerst einmal wurde Saul ausgewählt, bevor er im Mutterleib war, dass er ein Apostel für die Nationen sein sollte.
God showed him a light from heaven. Gott zeigte ihm ein Licht vom Himmel. But he still could have chosen and said, "No, God, I don't follow you." Aber er hätte sich immer noch entscheiden können und sagen können, "Nein, Gott, ich folge dir nicht." He chose. He surrendered his free will. Er entschied sich und er gab seinen freien Willen auf. God did not manipulate or violate Paul's free will. He simply showed him who he is. Gott manipulierte oder verletzte Paulus freien Willen nicht, denn er zeigte ihm lediglich, wer er ist. So we have to understand these simple things. It's praise not to try to violate the freedom of other people. Wir müssen diese einfachen Dinge wirklich verstehen, dass Gebet keine Möglichkeit ist, den freien Willen von anderen Menschen zu verletzen. God is a good God. He doesn't micromanage people. Gott ist ein guter Gott. Er micromanaged andere Menschen nicht. If we could understand this, we would enter into a rest of God in our prayer life. Wenn wir das verstehen würden, dann könnten wir in unserem Gebetsleben in die Ruhe Gottes eintreten. I've seen thousands of people healed. Medically proved, documented. Ich habe erlebt, wie tausende Menschen geheilt wurden, medizinisch überprüft und dokumentiert. I never asked God to heal anybody. Ich habe nie Gott gebeten, jemanden zu heilen. I don't try to convince God to do a miracle. Ich versuche nicht, Gott davon zu überzeugen, ein Wunder zu tun. I simply release the power of heaven to the lives of the people. Ich setze einfach die Kraft des Himmels im Leben der Leute frei. Yesterday in the life that we did with my children, my spiritual children. Gestern in dem Live mit meinen geistlichen Kindern. We had some of the most amazing testimonies. Hatten wir ein paar wirklich beeindruckende Zeugnisse. I mean some crazy stuff. Ich meine ein paar wirklich verrückte Sachen. Because we understand our authority, we know who we are, and we don't have to try to convince God to make us happy. Weil wir unsere Autorität verstehen und wir wissen, wer wir sind, und wir müssen nicht versuchen, Gott zu überzeugen, dass er uns glücklich macht. Because he's convinced. Denn er ist schon überzeugt. I know who I am. Ich weiß, wer ich bin. I know who he is. Und ich weiß, wer er ist. And I know who he's given the world to. Und wem er die Welt gegeben hat. And I also know my time is up. Und ich weiß auch, dass meine Zeit zu Ende ist. I love you. Ich liebe euch. 8 o'clock tomorrow night. 8 Uhr morgen Abend. A lot of people. Heute waren es wirklich viele Leute.